Herzlich willkommen, Equanimeous, genannt EQ, Sam Brown. Herzlich willkommen bei uns. Ja, danke schön. Equanimeous Sam Brown. Gestern aus den USA eingeflogen. Ja. Wie ist es mal wieder in Ihrer zweiten Heimat zu sein? Sehr schön. Ja, war schon 4 Jahre, also sehr schön wieder hier zu sein. Das letzte Mal vor 4 Jahren. Ja. So lange nicht in Deutschland gewesen. Ja, wegen Football. Haben Ihre Familie endlich mal wieder gesehen? Ja, Ihre deutschsprachige Familie ist auch hier, die werden wir später auch noch kennenlernen, freue ich mich drauf. Und in Ihrer ersten Heimat in den USA bricht eine sehr wichtige Woche an, die Super Bowl-Woche. Ja. Mhm. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ab wann drehen die Leute komplett durch? Ab wann gibt es kein anderes Thema mehr? Ich glaube eine Woche von Super Bowl, also nach dem Pro Bowl. Pro Bowl ist morgen, Sonntag. Also ich glaube nach dem Pro Bowl ist alles Super Bowl, Rams, Patriots, ja. Wissen Sie schon, wo und mit wem Sie schauen? Nein, noch nicht. Ja, okay. Ja, ich bin noch hier, also ich will sehen. Hoffentlich irgendwo zu Hause. Zu Hause in den USA. Ja. Ihre Green Bay Packers haben es ja leider nicht geschafft ins Finale. Sie haben es gerade gesagt, die LA Rams gegen die, mal wieder muss man sagen, New England Patriots mit Tom Brady, mit der Legende schlechthin. Wissen Sie schon, wem Sie da die Daumen drücken werden in diesem Finale nächsten Sonntag? Also ich bin von Kalifornien, also ich möchte, dass die Rams gewinnen. Aber wir werden sehen. Die Patriots sind sehr gut. Also, ja, hoffentlich. Bei den Patriots wäre es auf jeden Fall keine Überraschung mit Tom Brady, mit der Legende schlechthin. Ja, nein, überhaupt nicht. Der Super Bowl ist ein Thema, aber vor allem geht es natürlich um Sie persönlich, um Ihre Geschichte. Sie bringen eine sehr spannende Geschichte mit. Wir freuen uns sehr, Sie heute mal kennenzulernen. Ja, Equanimeous St. Brown, herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Im aktuellen Sportstudio. Unser heutiger Gast, Equanimeous St. Brown, American Football-Profi, der sein erstes Jahr in der NFL hinter sich hat, der deutsche Wurzeln hat und dessen Familie heute mitgekommen ist. Noch einen großen Applaus für die Familie, die Großtante bis zur Mama, Miriam. Ganze erste Reihe, Familie Steyer und St. Brown. Miriam, was würden Sie sagen, was ist deutsch an EQ? Was hat er von Ihnen? Meine Gewissenhaftigkeit, würde ich mal sagen, pünktlich, nicht besonders, also relativ ernsthaft und korrekt. Ja. Können Sie das bestätigen? Ja. Worauf freuen Sie sich denn, wenn Sie auf Heimatbesuch hier in Deutschland, in Ihrer zweiten Heimat sind? Gibt es irgendwas, was Sie in den USA vermissen? Ja, nein, ich mag, dass wir hier Sprudelwasser haben und Apfelschorle. Sprudelwasser und Apfelschorle? Ja, und Apfelschorle, das haben wir nicht in Amerika. Und wieso haben Sie kein Sprudelwasser? Wir haben Sprudelwasser, aber nicht überall, wo man hingeht. Okay. Da muss man ein Geschäft kaufen. Sie haben ja einen recht ungewöhnlichen Vornamen. Miriam, erklären Sie uns bitte mal, wie es dazu kam. Das kam dazu ganz einfach, dass ich kein Mitspracherecht hatte. Also der Name wurde einfach von meinem Mann praktisch ausgesucht. Er hatte einen Freund, der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch war dieser... der Hauptdarsteller war praktisch ein Mann, der namens Equanimeous. Es kommt von dem Wort Equanimity, bedeutet immer ruhig und besonnen. Und da war ihm von vornherein klar, wenn sein erstes Kind ein Sohn wird, der wird dann eben Equanimeous heißen. Und da hatte ich eben auch kein Mitspracherecht. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe natürlich, war ein bisschen geschockt, habe eigentlich auch geweint, habe... Ich war relativ fertig, weil es war ungewöhnlich. In Deutschland kann man ja sein Kind einfach nicht nennen, wie man will. Ne? Es muss ja schon irgendwie Name sein. Und dieses Wort war sehr unaussprechlich, ne? Besonders auch für meine Eltern. Aber Sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Ja, habe ich mich auch dran gewöhnt. Und die beiden Brüder haben ja auch eher ungewöhnliche Namen, Amon-Ra und Osiris. Ja. Und der Nachname, das muss man auch noch wissen, ist auch verändert worden von ihrem Mann, war nämlich ursprünglich Brown. Ihr Mann war der Meinung, das ist ein Sklavenname. Deswegen hat er den Namen kurzerhand mal in St. Brown umgewandelt. Ja. Richtig. Wie war es denn für Sie, diesen Namen zu haben? Ich mag das. Junge zum Beispiel. Ja, ich mag das. Es sind ganz viele Browns in den USA, auch im Football, ganz viele Browns. Chris Brown, James Brown, aber da gibt es keine St. Browns. Also, ja, ich mag, dass ich ein bisschen anders bin. Und ich war ihm übrigens sehr dankbar, dass er in der Vorbereitung auf die Sendung zu mir gesagt hat, Sie können mich EQ nennen.
Deswegen, das macht es für mich ein bisschen einfacher. Mhm. Also, und ja. Ich finde, EQ, da muss selbst CR7 einpacken. EQ klingt cool. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, Nimius. Wie war Ihre erste Saison in der größten Liga der Welt? Sie war sehr lang. Aber, sehr lang? Ja, aber war sehr Spaß. Also in College spielt man nur 12 Spiele. In der NFL 16 plus 4, also 20. Ja, fast zweimal so lang. Sie sprechen das College an. College Football ist ja auch schon riesig in den USA. Da haben Sie zum Teil vor 100.000 Zuschauern gespielt. Mhm. Dennoch, wie groß war dieser Schritt in die NFL, die NFL, von der Millionen Jungs träumen, irgendwann dort mal zu spielen? Es war groß, aber nicht so groß, wie man glaubt. Es ist mehr mental, nicht physical. Also man muss schlauer sein, man muss schneller denken und man muss ein Profi sein. Also man hat keine mehr Schule. Also. Was meinen Sie mit schneller denken? Jeder ist schlauer, jeder ist schneller. Also man muss schneller denken, damit man kann schneller spielen. Mhm. Ja. Sie sind Wide Receiver. Mhm. Das ist die Position, die vom Quarterback quasi den Ball zugeworfen bekommen. Ja. Erklären Sie mal, was genau diese Position bedeutet, was Sie da genau machen und warum Sie so schlau sein müssen. Also meine Position, Wide Receiver, zuerst ist wichtig, dass man den Ball fängt. Also wenn man den Ball nicht fangen kann, kann man nicht Receiver spielen. Aber da sind mehrere Dinge. Man muss Route gut rennen, man muss nicht schnell sein, aber wenn man schneller ist, besser. Man muss schlau sein. Kein Nachteil zumindest. Ja, ja. Man muss schlau sein, um die Coverages zu lesen und schlau genug sein, offen zu werden, damit man den Ball kriegt und dann auch Touchdowns machen. Wir haben mal eine Szene von Ihnen aus der Saison vorbereitet, sodass Sie all denjenigen, die sich im Football jetzt nicht so gut auskennen, erklären können, was Sie da genau machen. Ja, also vor diesen Series hat der Aaron gesagt, dass wir sollen Yards über Out of Bounds kriegen, weil wenn man Out of Bounds geht, hält die Uhr auf. Also wir haben nur 20 Sekunden left im Spiel. Also der gelbe Kreisel ist der Quarterback. Ja, ja, und ich bin das helle. Genau. Also der gesagt, muss und der Lichtkegel ist auf Ihnen. Ja, aber wir haben nur 20 Sekunden übrig. Also der gesagt, meiste Teams gehen direkt Out of Bounds. Aber der gesagt, wir müssen Yards über Out of Bounds kriegen. Also das, was heißt das genau? Out of Bounds ist die weiße Linie auf die Seite. Wenn man da rausrennt, hört die Uhr auf. Also so viel Raumgewinn wie möglich. Ja, also hier wollte ich zuerst out of bounds rennen, damit die Uhr aufhört. Aber dann habe ich gedacht, der gesagt, ihr kriegt mehr Yards. Also ich habe meinen Teammate gesehen, dass der für mich blockt. Da habe ich mich unterschieden, dass ich einfach hoch den Feld renne. Wir merken schon, es gibt sehr, sehr viele Fachbegriffe im Football. Ja, ja. Erstmal auf Deutsch zu sagen. Und das ist ja auch alles, was wir gerade gesehen haben, war ein Spielzug. Das ist alles sehr durchchoreografiert. Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Spielzüge gibt es da, die Sie auswendig können müssen, weil Sie sagen, man muss schlau sein? Das sind super viele. Ich würde sagen, ich weiß überhaupt nicht. Ein Spiel, sowie 60 Run-Plays und sowie 80 Pass-Plays. Aber in Camp, im Sommer, gehen wir über alle. Also insgesamt so wie 500. 500 Spielzüge? Ja. Müssen Sie auswendig drauf haben? Ja. Aber ich muss nicht alle Positionen, also nur die Receivers. Also ich muss nur die Routen kennen und wenn ich blocke. Ja, aber 500 ist ja trotzdem wahnsinnig viel. Ja. Und wie genau werden die dann angesagt vom Quarterback logischerweise? Und die haben dann alle unterschiedliche Namen? Ja, also zuerst sagt der Head Coach den Plays für den Quarterback und er hört das in den Ohr. Und dann sagt er die Formation und dann das Protection oder das Rennen. Und nach dem Protection, wenn es ein Pass ist, dann sagt er den Pass. Mhm. Ja. Und wie heißen diese Spielzüge zum Beispiel? Also wie hieß der jetzt beispielsweise, den wir gerade gesehen haben? So wie Strong Right. Der hat uns signaled. Also wenn es in 2-Minuten-Drill ist, wenn wir keine Zeit haben, hören wir nicht. Er gibt nur Signals. Mhm. Aber das war Stucco Pump auf die linke Seite und ich weiß nicht, was er die rechte Seite gegeben hat. Das war nur Signals. Okay, aber alles auf jeden Fall ziemlich viel Denksport auch. Ja, also nicht schnell. Nur ja, ist viel anders im Spiel als im Training. Man muss sehr viel mitdenken. Ja. Sie haben 21 von 36 Pässen gefangen. Das ist Ihre Statistik in 11 Spielen. Die Experten sagen, damit kann man sehr zufrieden sein. Mhm. Als Rookie, was nehmen Sie sich denn für die kommende Saison vor? Stichwort das T-Wort. Ja, hoffentlich kriege ich mehr Touchdowns als mein erstes Jahr. Ich habe keine, aber es ist meine erste Saison. Also ich habe nicht schlecht gemacht, ich habe gut gemacht für meine erste Saison. Aber jetzt ist meine zweite Saison, habe ich keine mehr Excuses, dass ich ein Rookie bin. Das ist mein zweites Jahr, also ich muss viel besser machen und meiner Mannschaft helfen, mehr Spiele zu gewinnen. Mhm. Ja. Wir haben einen Tweet von Ihnen gesehen, vor einer Woche ungefähr, da sagen Sie, ich werde nächstes Jahr zu dieser Zeit nicht zu Hause sein. Ja. Damit meinen Sie natürlich, dass Sie im Super Bowl dabei sind. War das jetzt nur ein kecker Spruch oder glauben Sie da wirklich? Ich glaube das, ja, weil ich war zu Hause, ich habe die Rams gegen die Saints angeguckt und ich war einfach irritiert, dass wir nicht spielen.
Ja. Okay, weil sie glauben, dass sie besser sind? Ja. Mhm. Okay, also mhm. Selbstbewusstsein haben sie schon mal. Ja. Ja. Wir haben gerade gesehen, dass Ihr Vater schon sehr früh angefangen hat, mit Ihnen zu trainieren. Mhm. Heißt das, er hatte eigentlich von Anfang an geplant, dass Sie Footballprofi werden? Ich würde nicht sagen, bestimmt Footballprofi, aber irgendein Profi. Mhm. Oder weil ich bin ein Sohn, also der wüsste, dass wir würden Sport machen. Ne? Also es war für mich normal, dass ich so früh angefangen habe. Aber für andere Leute war es nicht normal. Aber für mich, ich war ein Kind. Ich habe nichts anderes gewusst. Okay. Ja. Ihr Vater sagte ja gerade, seine Freunde sagten damals, er sei total verrückt, mhm. dass er mit Ihnen schon Gewichtstraining macht. Wie alt waren Sie da, als Sie angefangen haben, mit Handeln zu trainieren? Also wie 6 oder 7 Jahre alt. Mit 6 Jahren? Ja, ja. Aber die haben auch gesagt, meine Mutter war verrückt, dass wir Französisch und Deutsch sprechen. Ja, okay. Das war auch nicht normal. Das ist natürlich was anderes. Ja. Das ist natürlich was anderes. Ja. Aber mit 6 Handeltraining ist schon ein bisschen verrückt, oder? Nein. Ja. Haben Sie nicht irgendwann mal keinen Bock darauf gehabt und wollten lieber spielen oder Baumhaus bauen oder sonst was? Ich hatte Zeit für alles, für das alles. So wie 30 Minuten, eine Stunde am Tag. Mhm. Ja, ich habe immer Zeit, mein Hausgang zu machen und auch Xbox zu spielen oder im Park rumzurennen. Ihre beiden Brüder träumen auch davon, es in die NFL zu schaffen. Wer von Ihnen dreien hat denn das größte Talent? Ich. Ja, die würden sagen, dass sie selber das größte Talent haben, aber ich würde sagen, dieses Selbstbewusstsein braucht man wahrscheinlich auch in der NFL. Ja, sie müssen es noch schaffen. Also, ja. Es gibt ein Thema, EQ, über das die NFL sehr ungern spricht, und das ist der Rassismus. Wir alle haben das Bild im Kopf, als Colin Kaepernick sich hingekniet hat während der Hymne aus Protest gegen Polizeigewalt und Diskriminierung. Die Geste ging um die Welt. Herr Ekonomius, wie stehen Sie zu den Protesten von Colin Kaepernick und von den anderen? Ja, ich glaube, was er macht, ist gut. Was er gemacht hat, ist sehr gut. Das ist seine Passion und er folgt das auch. Aber ich, mich selber, meine Passion ist, Football zu spielen. Also, das ist, was ich machen werde. Aber ich finde es gut, was er macht. Hm. Mhm. Warum machen Sie es nicht auch? Haben Sie es mal überlegt, sich auch hinzuknien während der Hymne? Als eine Mannschaft haben wir darüber gesprochen, als die Packers in einem Team-Meeting. Und wir haben gesagt, dass wir würden was machen als eine Mannschaft zusammen. Und wir haben alle dazu agreed, dass wir stehen würden. Also als eine Mannschaft, das haben wir so agreed. Mhm. Ja. Colin Kaepernick hat keinen Job mehr gefunden, seit der Saison, wo er das angefangen hat. Er selbst sagt, das ist eine Verschwörung der Teams aufgrund seiner Proteste. Glauben Sie das auch? Ja, es hat damit was zu tun, ich glaube. Bestimmt, weil die NFL das nicht mag. Und der protestet gegen Dinge, dass die NFL nicht mischt, das er macht. Also, aber ich glaube auch, wenn er der beste Quarterback wäre, würde er immer noch spielen. Mhm. Mhm. In einer anonymen Umfrage wünschen sich 95% der NFL-Profis, dass Colin Kaepernick zurückkehrt. Wünschen Sie sich das auch? Ja, mhm. Ja, ich habe nichts gegen ihn. Er ist ein guter Quarterback. Er hat nie was zu mir gemacht, also für mich kann er spielen. Mhm. Wie groß ist das Problem des Rassismus? Haben Sie schon persönlich Erfahrungen gemacht? Ich habe einmal in Highschool es erlebt. Ein Kind hat Snapchat von ich und ein paar meiner Freunde genommen und das Affe-Emoji auf unser Gesicht getan. Mhm. Ja, es war ein sehr großes Problem in unserer Schule und er war expert, aber das war das Einzige, dass ich kann mich daran erinnern. Mhm. Ja. Wie war das für Sie? Ja, ich war sehr wütend innen drin, aber weil es mein erstes Mal sowas erlebt habe. Aber ja, es ist schnell vorbeigegangen. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, Donald Trump spaltet das Land und seit er Präsident ist, haben rassistische Vorfälle zugenommen. Ist auch das Klima, das gesamtgesellschaftliche Klima viel rauer geworden. Sehen Sie das auch so? Nein, für mich persönlich ist nichts geändert, seit ich geboren bin. Also ist nichts richtig geändert mit jedem Präsident. Mit Trump ist alles so, wie es war, mit Obama für mich. Ja. Es gibt über Instagram noch eine Frage eines Fans. Und zwar heißt es da, wie viel bekommst du im Alltag vom NFL-Hype hier in Deutschland mit? Und was bedeutet dir die Anerkennung in Deutschland? Ich kriege viel davon mit auf Instagram. Ja, ich folge alle die NFL-Deutschland-Pages und alles. Also die taggen mir und sehr viele Dinge. Und ja, meine zwei Brüder haben für U19 für die deutsche Mannschaft gespielt in Football. Also ja, ich kriege viel davon mit und ich bin sehr zufrieden. Mhm. Abschließende Frage, wenn Sie sich entscheiden müssten, entweder im Super Bowl teilnehmen oder irgendwann mal zusammen mit Ihren Brüdern bei einem NFL-Spiel auf dem Feld, wofür würden Sie sich entscheiden? Mit meinen Brüdern. Für die Familie? Ja.
Ja. Alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke in die Football-Welt. Und schön, dass Sie hier sind. Ja, danke.